Guten Abend, meine kleinen Freunde. Es ist wieder Zeit zu schlafen und damit auch Zeit für eine gute Nachtgeschichte. Heute hat Mr. Schaf sich eine Geschichte vom kleinen Zoowärter ausgesucht. Ich bin gespannt. Der kleine Zoowärter versteht die Sprache der Tiere. Einmal suchte der Zoodirektor einen neuen Zoowärter. Der alte Zoowärter hatte nämlich Streit mit dem frechen Papagei bekommen und darum war er gegangen. Viele Männer meldeten sich. Der Zoodirektor bestellte sie zu sich. Und da standen sie nun im Kreis und alle Tiere starrten sie an. »Ich bin der Stärkste«, sagte einer der Männer. »Ich kann einen Löwen auf meinem Rücken tragen.« »Und ich bin der Dickste«, rief ein anderer. »Mich wirft nicht einmal der Bär um.« »Und ich bin der Flinkste«, schrie ein Dritter. »Mich holt kein Wildpferd ein.« Ein Vierter wollte der Mutigste sein, der Fünfte der Pünktlichste und der Sechste war taub. »So macht mir das Heulen der Wölfe nichts aus«, meinte er. Brummte der Zoodirektor, und er wusste nicht recht, für wen er sich entscheiden sollte. Die Tiere aber fauchten und brummten, wieherten und fiebten, und man merkte deutlich, dass sie etwas sagen wollten. »Sie möchten, dass ich Zoowärter werde«, sprach da plötzlich jemand. Und der Zoowärter bemerkte einen kleinen Mann. »Du?« schrien die anderen, und sie lachten und schlugen sich auf die Schenkel. »Dich hustet ja ein Floh um!« »Du bist der Kleinste«, sagte der Zoodirektor. »Was kannst du?« »Ich verstehe die Sprache der Tiere«, entgegnete der kleine Mann, und er wurde vor lauter Verlegenheit ganz rot. Die anderen glaubten ihm nicht. »Das soll er beweisen«, brüllten sie. »Beweisen soll er das!« Da legte der kleine Mann die Hand hinter sein Ohr und lauschte. »Der Tiger hat einen Dorn in der Pfote«, sagte er, »und er will, dass ich ihn herausziehe.« »Ha! Er wird dich zum Frühstück verspeisen«, rief der Mann, der sich mutig genannt hatte. Der kleine Mann aber ging ganz ruhig in den Tigerkäfig. Er kraulte den Tiger zwischen den goldenen Augen. Dann bückte er sich und zog ihm den Dorn aus der Tatze. »Dankeschön«, sagte der Tiger. »Bitteschön«, entgegnete der kleine Mann. »Gern geschehen.« »Nein«, schrien die großen Männer, »das war nur ein Zufall. Er soll uns sagen, was der Seehund will.« Der Seehund jaulte nämlich ganz aufgeregt und sprang hin und her. »Er will einen Ball«, erklärte der kleine Mann, und schon zog er einen aus der Tasche und warf ihn dem Seehund zu. Und der Seehund balancierte ihn auf seiner Seehundnase und war so glücklich wie noch nie. Der bunte Papagei aber, der früher immer recht garstig gewesen war, flog dem kleinen Zoowärter auf die Schulter und krächzte: »Herzlich willkommen!« »Die Tiere haben entschieden«, sagte der Zoodirektor, und er schickte die anderen Männer alle fort. Der kleine Zoodirektor aber zog seine Mütze und begrüßte die Tiere. Da machten die Wölfe Männchen, die Giraffen verbeugten sich dreimal, der Eisbär schlug einen Purzelbaum und der Esel warf alle vier Beine in die Luft. »Sag mir, wieso du die Sprache der Tiere beherrschst«, fragte der Zoodirektor verwundert, und er überreichte dem kleinen Zoowärter zum Dienstantritt einen Blumenstrauß. »Das ist ganz einfach«, sagte der kleine Zoowärter. »Ich habe die Tiere sehr lieb. Und wenn man jemanden wirklich lieb hat, dann versteht man ihn auch.« Und er rückte seine Mütze gerade und machte sich an die Arbeit. Das war eine schöne Geschichte, oder?
Und es stimmt auch, wenn man jemanden wirklich lieb hat, dann versteht man ihn einfach. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich habe euch auch lieb.